Warte mal, kann das sein, dass Fuvalos doch nicht so schlimm ist, wie wir gedacht haben? Moin Leute, was geht ab und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch, oder wir hatten am Wochenende, eine YCS Niagara. Und wir wollen uns heute einfach das Ganze anschauen und gucken, welche Decks da performt haben, wie sich die gute Karte Fuvalos so geschlagen hat, wie viele Decks haben das Ganze benutzt, wer hat das YCS gewonnen und ob diese Karte wirklich so schlimm ist, wie wir gedacht haben. Oder man kann sagen sogar, die Karte ist völlig fein. Also, seid gespannt. Ich würde sagen, wir starten einfach mit Top 32, gehen wir runter bis zum Finale und schauen wir uns einfach mal an, welche Decks performt haben, welche Decks dabei waren und so weiter. Am Ende gucken wir uns einfach mal die Top 4 Deck Profiles bzw. die Decklisten und schauen wir uns mal an, was da so alles drin war. Top 32. 50% Azamina Snake Eye, soll man sagen. Azamina, wir wussten ja, dass das broken wird. Das sieht ja ein bisschen schon nach Tier 0 aus, muss man sagen, wenn es 50% einfach in Top 32 ein einziges Deck ist. Da sind halt die Snake Eye und Fire King zusammengerechnet. Das heißt, da sind Teil davon nur Snake Eye, Teil davon sind Fire King mit Azamina und so weiter und so weiter. 16% Jubel. Jubel ist sehr, sehr, sehr wenig geworden im Vergleich beim letzten Mal. Das ist auch einer der Gründe, ist natürlich auch Fuvalos, dass das Deck halt sehr anfällig ist dagegen. Kommen wir weiter, also 16% Tempai. Wir wussten, Tempai ist trotzdem gut, Tempai wird sogar besser durch Fuvalos und die Purulia, die bei den Main spielen können. Und deswegen ist es kein Wunder, dass da 16% davon Tempai sind. Kommen wir weiter zu Centurion. Das war, Pack war das, dass er das gespielt hat. Centurion ist ein sehr gutes Deck, es ist was trotz Fuvalos auf dem Board hinlegen kann, wo man trotzdem nicht, ich glaube, man gibt den Gegner nur einen einzigen Draw und dann kannst du den Gegner trotzdem weiterspielen, was natürlich sehr, sehr strong ist. Dann hatten wir eine Millennium Deck, also ein Exodia Deck, auch sehr, sehr krass, dass ein Exodia Deck einfach die Top 32 geschafft hat. Dann haben wir Rika, das war ja unsere Julius Schwarzkopf war das, was in Top 32 geschafft hat. Ein Ritual Beast, also 3% Ritual Beast, 3% Labyrinth, ein Labyrinth Spieler und die Überraschung war Skystriker. Skystriker hat auch die Top 32 geschafft. Sehr, sehr, sehr strong. Natürlich auch die Going Second, Blind Going Second Strike. Bis jetzt, also wenn der Snake Eye dominiert, was soll man machen? In Top 16, wir hatten 63% Azamina Snake Eye, 6% Jubel, 6% Centurion, das war auch Pack, da ich glaube bei Top 16 ist er rausgeflogen dann. Immer noch 6% Tempai, 6% Labyrinth und 6% Ritual Beast sind das. Und natürlich 6% Skystriker. Skystriker ist immer noch drin mit Top 16. So, weiter geht's into Top 8. Top 8 haben wir wieder die 50% Azamina Snake, also 4 Azamina Snake waren dabei und jeweils einmal Jubel, einmal Tempai. Labyrinth ist immer noch dabei und Skystriker ist immer noch dabei in Top 8. Ihr merkt, auf jeden Fall zwei Decks sind drin, dass überhaupt weder gegen Fuvalos verlieren, noch müssen die überhaupt die Karte spielen, was natürlich sehr, sehr, sehr nice ist. Kommen wir als nächstes zu Top 4. Ich glaube, es war lange her, dass wir einen Top 4 hatten, wo komplett 4 verschiedene Decks drin waren. Das heißt, von den 3, von den 4 Azamina Snake Eyes, die in Top 8 waren, 3 haben verloren, einer ist weitergekommen. Dann haben wir immer noch einen Tempai, ein Labyrinth ist immer noch am Start und dann einmal der Skystriker Going Second ist immer noch dabei. Top 4. Ryan Rue, er hat komplett rasiert auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr krass, dass man mit diesem Deck schon Top 4 geschafft hat. Dann kommen wir zum Finale. Wie erwartet war das der Fire King Azamina Snake Eye von Landon Oliver. Sein Gegner war niemand geringeren als Ryan Rue mit seinem Skystriker. Der hat tatsächlich geschafft mit dem Blind Going Second Skystriker in Finalen von einem YCS zu stehen. Was natürlich sehr, sehr krass ist. Es war leider schade, weil er hat es am Ende leider verloren. Aber ich meine, zweiter Platz mit einem Skystriker im jetzigen Format, das ist geisteskrank gut. Das zeigt auch, dass auch jetzt durch diese Molchami Fuvalos, die jetzt unterwegs ist, sind auch Decks relevant geworden, die vorher gar keine Play gesehen haben, gar nicht relevant waren. Versteht ihr? So Centurion, also Labyrinth oder ein Skystriker oder einfach allgemein auch Fire King ist trotzdem halt strong, muss man damit leben, aber es gibt mehr Variation, was man sieht. Du hast nicht mehr 50% Jubel, 50% Fire King. Jetzt hast du sogar weniger Jubel, weil Jubel einfach nicht mehr so gut ist gegen Fuvalos. Das Deck selber ist ja insane, deswegen ist das sehr, sehr, sehr interessant, einfach zu sehen, wie sich die Meta so entwickelt hat durch diese eine Karte, die im Spiel reingekommen ist. Und alle dachten, okay, die Karte ist eigentlich schlecht
fürs Meta, aber ist eigentlich ziemlich gut, weil der gibt auch eine Chance zu Decks, die bis jetzt gar keine Chance hatten, überhaupt Play zu sehen. Das finde ich sehr, sehr geil. So, jetzt kommen wir einfach zu Top 4, die Decklisten. Und zwar die First Place. Man sieht ja, das ist ein Standard Fire King Asamina Snake Eye ist das. Was sehr, sehr wichtig ist, ist das hier, dass eine Fire King Snake Eye Asamina kann natürlich auch Dominus Impuls spielen. Dafür muss man halt sagen, okay, wir spielen keine Fiendsmit Engine. Aber man merkt doch, das Fiendsmith Engine ist nicht mehr so relevant, wie es mal war. Und deswegen spielt man lieber Impulse. Dann hat man dreimal Special Summon Negate auch aus der Hand. Und dann spielst du dann ohne dann quasi Fiendsmith Engine. Was sehr, sehr interessant ist bei dieser Liste, dass er trotz Dominus Impulse hat er halt trotzdem Droll gespielt. Weil wenn Dominus Impulse aus der Hand aktivierst, kannst du dann keine Droll mehr aktivieren. Aber es hat scheinbar sehr gut geklappt. Also im Side-Deck der One of Nibiru, sehr, sehr interessant. Und Retaling Sea. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Karte, ist das. Es ist eine clean Liste, sehr, sehr schön, sehr gut aufgebaut und hat sich auch natürlich ausgezahlt. So, aber kommen wir zu interessanter Part, nämlich von Ryan Rue, sein Going Second, Blind Going Second Striker, wie ihr seht. Nur Spells, 4 Monster, mehr braucht man nicht. Die Extra-Deck-Monster, also sind ja ganz Standard und ihr seht, in seinem Extra-Deck, beziehungsweise in seinem Side-Deck hat er 3-mal Ash gespielt. Und da dreimal die Karte, die den Battlefest beendet. Und D-Barrier, Impulse hatte auch mit drin. Und dann dreimal DDG. Und Rest sind das halt Power-Spells, sind das, die er gespielt hat. Und das ist halt einfach, das ist eine geile, clean Liste. Aber ich sehr, sehr, sehr schwer. Also dieses Deck ist sehr schwer zu spielen allgemein. Und in jetzigen Meta einfach dieses Deck zu piloten. Und zweite Platz in dem YCS zu werden, das ist sehr, sehr krass. Clean 40 Karten ist das. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. So, kommen wir zu Platz 3. Platz 3 ist Labyrinth. Anders als meine Erwartungen, war es tatsächlich eine IKEA Labyrinth. Mit ganz normal einmal Lady, einmal Lovely, Ariana, Butler und dann Cooklock und diese ganze Stovey und so weiter. Und ja, auch eine sehr kleine Liste. Keine einzige Floodgate ist drin tatsächlich. Da kannst du Dominus Impuls genauso spielen, weil alle Karten von dir sind ja eh Finsternis. Also spielt ja keine Rolle, wenn du es von der Hand oder vom Feld aktivierst. Und natürlich mit Chaos Angel und den ganzen Kram, was man halt ganz normal spielt. Also ist eine ganz Standard IKEA-Liste ist das, was, wie man sieht, auch funktionieren kann. Und als letzte kommen wir zum vierten Platz. Das ist der Tempi Dragon. Ihr seht, er hat tatsächlich, was mich sehr wundert, nur dreimal Fuvalos gespielt und keine Purulia mehr. Und ja, dreimal Ash, dreimal Shifter, ist es ganz, ganz normal. Und dann hast du den, auch Dominus Impuls hat er gespielt, weil er hat ja eh nur Feuermonster, also ist es eh egal. Und dann hast du natürlich die Boardbreaker gespielt, noch dazu Raigeki, Blitzsturm, Featherduster und so weiter und so weiter. Und ja, ganz Standard ist es ja dann die Extra-Deck und natürlich mit Side-Deck hast du ja die Heatwave hast du natürlich. Dann hast du diese komische Dragon, der sagt, du kannst keine Fitness-Monster-Special, soweit ich weiß. Und dann hast du ja Judgment und ein paar Floodgates hast du drin. So sieht's aus. Jetzt habe ich die Frage für euch, die könnt ihr gerne in den Kommentaren beantworten. Ihr seht, Bovalos ist kann man haben, es kann wichtig sein, aber von den Top 4 Decks haben einfach 2 davon gar nicht gespielt und man hat viele Decks wieder gesehen, die das gar nicht brauchen, um die zu spielen. Oder es gibt auch Decks, die können drumherum spielen. Jetzt meine Frage, ist wirklich diese 120 Euro gerecht für diese Karte, die jetzt gerade kostet? Oder stand jetzt 114 ist das? Ich weiß es nicht ganz genau. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen und ich bin tatsächlich sehr froh, weil ich finde, jetzige Meta ist tatsächlich sehr, sehr cool geworden. Also cooler, als ich wirklich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, es wurde noch nicht geknackt komplett zu 100%, was wirklich gut ist und wie gespielt werden soll. Aber man merkt, es gibt viel mehr Varianten, viel mehr Decks. Viel mehr Decks kriegen die Chance, überhaupt Play zu sehen, die halt vorher gar kein Play gesehen haben. Und sie können Top-Cut schaffen und so weiter, was ich halt sehr, sehr cool finde. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, könnte ein sehr, sehr cooles Format werden. Obwohl die Leute nicht wirklich daran geglaubt haben, dass es ein cooles Format werden kann. Nur weil eine Karte sich ein bisschen übertrieben und sehr OP so gelesen hat. Aber wie ihr seht, man kann auch ohne spielen und man kann auch ohne heftige und krasse Ergebnisse erzielen. Ja Leute, ich bin gespannt auf meine Meinungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert mal den Kanal. Und vielen lieben Dank für die 3000 Abonnenten. Die haben das tatsächlich geknackt. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein, Leute. Und ciao.